This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Heute geht's um Spider-Man, Superman, all die Superhelden da draußen, um Superkräfte und was du bist. Und du bist Glue-Man, Klebermann. Ich habe das mal in so einem Video von so einem Yogi aufgeschnappt. Fand ich ganz witzig. Der hat eben gesagt, es gibt Superman, Glue-Man, Spider-Man. Genau. Und Glue-Man, das bist du. Es ist völlig egal, was du anfasst. Völlig egal, was du anlangst. Alles, was du anlangst, bleibt an dir kleben. Egal was du machst, du leidest. Weil das Glück kannst du nur in dir selber erzeugen. Es sind nicht die Umstände. Es gibt zum Beispiel Studien dazu. Leute, die einen Unfall hatten, schwerstbehindert sind, im Rollstuhl hocken. Nach einem halben Jahr spätestens sind die wieder auf dem Glückslevel wie vorher. Die fühlen sich wieder genauso wie vorher. Sind genauso glücklich oder unglücklich, wie sie vorher waren. Genauso bei Lottogewinnern. Kurzzeitiges Hoch, das war's aber noch. Wahres Glück, dauerhaftes Glück erzeugst du in dir. Und das schaffst du, indem du deine Gedanken, deine Emotionen klärst und deinen Körper reinigst. Das erreichst du eben durch Meditation einmal. Und deinen Körper kannst du reinigen durch die Ernährung, durch Sport, durch Bewegung. Durch einen natürlichen Lebensstil, durch frische Luft. Durch ein stressfreies Leben. Durch ein entspanntes Leben. Du kannst nämlich alles entspannen. Es kommt nämlich nicht darauf an, was du machst. Das ist wie eben bei einem Klebermann, beim Glue-Man. Es ist egal, was du anfasst. Es bleibt an dir kleben. Die Leute haben Frau, Kinder, Geld, alles. Sind super glücklich, wenn man von den äußeren Umständen ausgehen müsste. Haben alles, was sie sich wünschen. Und doch sind sie depressiv, bringen sich um, begehen Selbstmord. Irgendwelche Superstars, irgendwelche Schwerstreichen. Die einen sind glücklich, nicht glücklich, weil sie Kinder haben. Ja, Kinder bekommen und merken, hey, da muss ich voll die Zeit reinstecken und sind deswegen unglücklich. Die anderen sind unglücklich, weil sie keine Kinder haben. Der eine ist glücklich, unglücklich, weil er keine Frau hat. Der andere ist unglücklich, weil er eine Frau hat. Und jetzt mit keiner anderen mehr was anfangen kann, darf, weil sie jetzt binden muss. Und so ist es doch egal, was ist an den Umständen. Die Leute leiden immer. Wenn du nicht glücklich bist, dann wirst du leiden. Egal, wie die Situation im Äußeren ist. Kurzzeitige Ereignisse, die werden kurzzeitige Impulse vielleicht geben, dass du mal glücklicher bist. Die werden dir nie dauerhaftes, wirkliches, wahrhaftiges, inneres, gewachsenes Glück geben mit einem starken Fundament. Und wenn du aber das Glück in dir selbst erzeugst, wenn du den Kleber von dir abwäschst, dann ist es egal, was du anfasst. Du kannst keine Kinder haben, du bist glücklich, du kannst einfach nur da sitzen. Du kannst dich einfach nur hinhocken. Nichts machen, wie ich jetzt. Und einfach nur in die Linse schauen. Einfach nur eine Nachricht an euch rausgeben. Du kannst gar nichts machen, völlig in Ekstase. Du kannst aber was machen. Und das macht man dann auch. Aber der wichtige Punkt ist, dass du erkennst, dass es völlig egal ist, wie die Umstände im Äußeren sind. Ob du glücklich bist, ist einzig und alleine deine Entscheidung, die Konsequenz deiner Handlungen, deiner Klarheit,
die du entwickelst immer mehr. Wenn du meditierst, deinen Geist klärst, deine Emotionen klärst und deinen Körper reinigst, sprich natürlich lebst, dich bewegst, Sport machst, dich gesünder ernährst, den Körper reinigst, Gifte ausleitest, dann klärt sich alles. Dann kannst du den Kleber von dir runterwaschen und dann kannst du alles anfassen. Und alles ist wunderschön. Du hältst an nichts fest. Du kannst die Dinge auch wieder loslassen, wenn es sinnvoll ist. Und kannst die Welt genießen. Das wollte ich heute loswerden. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Macht's gut, Leute. Ciao.